Namaste, Namaste. Guten Sonntagmittag an Ostern, den 17. April 2022. Auch der Geburtstag meiner Frau Daniela. Darum halte ich mich ein bisschen kürzer auf diesem YouTube-Video. Wir haben ja noch mit Niklas einen Salon für heute standardgemäß am Sonntagmittag vorbereitet, zu dem ich euch ganz herzlich gleich anschließend einlade, ihr wisst wo, marcokaimi.ch. Nun ein Hinweis zuerst zu den Kabarets. Die Freitagsvorstellung 13. Mai ist so gut wie ausverkauft. Wir haben noch 3, 4, wie soll man das nennen, Reserve-Tickets, also der schneller ist der geschwinder. Ein bisschen mehr Platz hat es noch für die Donnerstagsvorstellung am 12. Mai. Dort gibt es noch etwa 20 Tickets, ebenso hat es noch ein paar Tickets für bereits nächsten Samstag, 23. April 2022 in der Conservi in Seon, Kanton Aargau. Tickets at conservi.ch für den Donnerstag, 12.05. Info at meinerpraxis.ch für die Tickets. Ich bin immer wieder angefragt worden, ob ich dann nicht mal in der Ostschweiz spielen möchte. Noch so gern, liebe Ostschweizer Freunde, mein lieber Sohn Philipp, der ja im Rheintal in St. Margrethen wohnt, hat da auch versucht, was aufzugleisen. Im Casino-Theater in Heerbrugg, glaube ich. Allerdings bin ich mit dem Besitzer nicht klargekommen, weil er wollte absolut kein politisches Kabarett in seinem Haus haben. Und ja, ganz unpolitisch bin ich nun mal nicht. Und ich habe auch keine Lust, ein Stück für einen Abend umzuschreiben. Und dazu kommt noch, für mich ist unpolitisches Kabarett ungefähr so wie Fußball ohne Ball und ohne Tore. Ich weiß nicht, was sich der Mann denkt. Und offenbar steht er mehr auf seichte Unterhaltung. Das ist seine Philosophie. Das darf er auch, weil er ist ja der Chef und der Herr im Hause. Aber wenn jemand eine Bühne kennt, die adrett ist, die nett ist, also sagen wir mal 50 Leute sollten schon Platz haben drin, Zuschauer. Ich bin technisch sehr bescheiden, also ich brauche da keine irgendwelchen Lastwagen, die da mit riesigen Boxen vorfahren. Ich brauche einen Stuhl, einen Tisch, je nach Anzahl der Zuschauer ein Mic und ein bisschen Beleuchtung, ganz wenig. Und das reicht mir schon. Optimal ist es natürlich, wenn es irgendwie erreichbar ist und nicht noch mit Regionalbahn und dann umsteigen noch auf Postauto und dann noch mit der Pferdekutsche zur Bühne fahren. Das ist dann sehr mühselig. Also, wenn ihr eine Bühne kennt in der Ostschweiz, dann schreibt mir auf info@meinerpraxis.ch. Warum nicht die Derniere meines Stückes Die Rache der Papaya in der Ostschweiz zu spielen? Das mal für das Erste. Dann gibt es noch diese Geschichte, da habt ihr euch zum Teil sehr engagiert mit der BZ, mit der Basel Landschaftlichen Zeitung. Da sind wir jetzt ja irgendwie zu einem Agreement gekommen, das aber vor allem ich zurzeit noch erfülle, die Basel Landschaftliche nicht. Mein Anwalt hat mit der Anwältin dieser Zeitung ausbaldowert. Die haben ja dann den Gegenangriff gestartet, wollten strafrechtlich gegen mich vorgehen, weil ich ihren Journalisten im Video die gewonnene Ehre des Daniele Ganser als Blutegel bezeichnet habe. Ich nenne den Journalisten jetzt nicht nochmal. Und sie haben dann verlangt, dass dieses Video gelöscht wird. Ansonsten würden sie strafrechtlich gegen mich vorgehen. Wir haben verlangt, dass eine Gegendarstellung zum Corona-Leugner Marco Caimi gemacht werden müsse, schriftlich in einer Basel-Landschaftlichen Zeitung. Es wurde uns von der Anwältin versprochen, dass das am grünen Donnerstag geschehen würde. Ich habe die Zeitung noch gekauft. Also die haben noch 3,90 verdient an mir. Ich habe sie durchgeackert, meine Frau auch. Wir haben es nicht gefunden. Heute Samstag, ich heißt die ja nicht Basel Landschaftliche, sondern irgendwie die Schweiz am Sonntag, da habe ich sie nicht gekauft, also es bleibt spannend. Niklas hat das Video noch gleichen Tags, wie ich das Telefon von meinem Anwalt bekommen habe,
gelöscht, aber es würde mich nicht wundern, wenn das wieder eine unilaterale Aktion wäre und die Mainstream-Medien wieder tun und lassen, was sie wollen. Müsste ich widerrufen, was ich über diesen Journalisten gesagt habe, es ginge mir wie Martin Luther 1521 in Worms, als er vor der päpstlichen Gesandtschaft seine Schriften widerrufen musste, die sich ja gegen diese Ablassbriefe Käufe, also die Ärmsten der Armen mussten Ablassbriefe kaufen, um sich aus Fegefeuer und Hölle frei zu lösen, um damit die Taschen der römisch-katholischen Kirche zu füllen. Wer sich dagegen wandte, wurde Opfer der Inquisition, und Martin Luther sagte, als es hieß, er solle widerrufen, revoco, sagte er, wenn man mir mit der Heiligen Schrift beweisen kann, dass meine Schriften Unrecht sind, dann werde ich widerrufen. Solange das aber nicht ist, werde ich nicht widerrufen. So stehe ich da und ich kann nicht. Genauso würde es mir gehen, wenn ich das widerrufen müsste, was ich in diesem unterdessen gelöschten Video über diesen Journalisten gesagt habe. Ja, das ist so ein bisschen die letzten Entwicklungen, und ich habe, was bringt man an Ostern? Ich habe einen interessanten Text gefunden. Es geht über unsere alten Menschen, älteren und alten Menschen, zu denen ich auch in absehbarer Zeit rein rententechnisch gehören werde. Und wir wissen ja, dass Olaf Scholz und seine Ampelregierung 100 Milliarden zusätzliche Rüstungsgelder bewilligt hat. Jetzt kommen noch einmal 2 Milliarden Euro Militärhilfe für die Ukraine hinzu. Und ja, das kann man einfach so zur Kenntnis nehmen. Und an Ostern auch ein Fest des Friedens und der Nächstenliebe. Und da habe ich einen wirklich eindrücklichen Text gefunden, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Von einer Frau, Auflösung folgt am Schluss. Der Text lautet: Als ich vergangene Woche 2 Pakete zugestellt bekam, staunte ich nicht schlecht. Das eine wurde mir von einer älteren Dame gebracht, die äußerst schlecht zu Fuß war. Das andere erhielt ich einen Tag später von einem Mann, der meiner Einschätzung nach über 80 Jahre alt gewesen sein muss. Ein Anblick, der mir das Herz zerriss. Es hat sich etwas verändert in diesem Land, Deutschland. Bilder von derart alten Menschen, die selbst noch in harten Knochenjobs arbeiten, kannte ich aus den USA, aber nicht aus Deutschland mit seinem überbordenden Sozialstaat. Womit wir bei der richtigen Frage wären: Wo ist dieser Sozialstaat hier? Wie kann es sein, dass ein Land, dessen Kosten für sein soziales Sicherungssystem sich mittlerweile auf 1 Billion Euro belaufen, offenbar nicht in der Lage ist, seinen alten Menschen eine Rente zu garantieren, von der sie leben können? Wir Deutschen zahlen mittlerweile die höchste Steuern- und Abgabenlast weltweit. Gerade einmal 47 Cent bleiben uns von jedem Euro, den wir bei der Arbeit verdient haben. Bis Mitte Juli eines jeden Jahres ackern wir ausnahmslos für den Staat. Erst danach fließt das Geld in die eigene Tasche. Aber da, wo ich es gerne sehen würde, kommt es augenscheinlich nicht an. Umgekehrt scheint es eine nie versiegende Quelle zu geben, wenn es um die Versorgung und Unterbringung sämtlicher Migranten und Flüchtlinge dieser Welt geht. Hier wird das ermöglicht, was für die eigenen Bürger oft in weiter Ferne ist: umgehender Zugang zum Sozialsystem, ohne gegängelt zu werden, ohne sich finanziell völlig nackig machen zu müssen, eine bezahlbare Wohnung und selbstverständlich zeitnah für jedes Kind einen Betreuungsplatz. Vergleiche, die man von linker Seite in Presse und Politik ungern hört. Populistisch sei das und hetze verschiedene gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auf. Dabei ist zu beachten, dass stets nur jene Gerechtigkeitsdebatte populistisch ist, die sich auf die schlechte Behandlung der eigenen Bürger bezieht. Die öffentliche Debatte der letzten Wochen, in der darum gestritten wurde, welche Flüchtlingsgruppe besser behandelt wird als die andere, findet derweil großen Anklang in der Presse. Wer hat mehr bekommen? Wer wurde besser behandelt? Warum dürfen die ukrainischen Flüchtlinge kostenlos Bahn fahren, aber Syrer nicht?
Der Deutsche und sein Steuergeld als Verhandlungsmasse zwischen Asylbewerbergruppen ist legitim und gewollt. Alles andere wäre rassistisch. Der Deutsche, der auch einmal etwas von seinem sauer verdienten Geld für sich selbst haben möchte oder zumindest den Wunsch hat, dass er auch Rentnern zugutekommt, die im Müll nach Pfandflaschen suchen, ist ein Populist und ein Rechter dazu. In Braunschweig, wo ich wohne, sieht man flaschensammelnde Rentner jeden Tag. Für Linke sind sie eine Erfindung rechter Wutbürger. Dabei besteht die eigentliche Frage darin, wer nun wirklich Menschen gegeneinander ausspielt. Menschen wie ich, die diese Zustände benennen, oder ein Staat, der diese erst schafft. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben, jede Wohnung nur einmal vergeben und jeder Kita-Platz nur einmal besetzt werden. Kapazitäten sind endlich, auch in Deutschland, das bereits nach der Flüchtlingswelle 2015-16 mehr Asylbewerber aufgenommen hat als jedes andere Land in der EU. Übrigens, die Amerikaner sollen im Monat März genau 12 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Also dieses Land, das uns dauernd sagt, wie Demokratie geht, wie Mitmenschlichkeit geht, wie man sich verhalten soll, wie damals mit diesen ganzen aus dem Nahen und Fernen Osten Flüchtlingen. Sie machen die Schotten dicht, das hat nichts zu tun mit Trump, das hat nichts zu tun mit Biden und hat eben genauso mit Biden, mit den Amerikanern und ihrer Doktrin zu tun. Man kann diese Kapazitätsgrenzen eine Weile ignorieren, aber nicht die Ungerechtigkeiten und den Unfrieden, die daraus langfristig resultieren. Natürlich geht diese Gerechtigkeitsdebatte über das Thema Zuwanderung hinaus. Steuergeld wird auch anderswo verbrannt, beim Bau von Flughäfen etwa, von Bahnhöfen, als Zahlmeister der EU oder wenn mal wieder eine Entwicklungshilfe für China fällig ist, das uns mittlerweile gut und gerne komplett aufkaufen könnte. Aber nirgends wird die Ungerechtigkeit so sichtbar wie bei Menschen, die im gleichen Land leben, aber unterschiedlich behandelt werden. Oft wird beklagt, es seien Zuwanderer, die schlechter gestellt würden. Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall. Denn während mir der 80-jährige Mann meine Pakete liefert, flanieren andere tagsüber durch die Stadt oder sitzen lachend in der Shisha-Bar. Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben, lautete der Wahlkampfslogan der CDU 2017. 5 Jahre sind mittlerweile vergangen und für die deutschen Bürger gilt das Motto, je länger, je weniger. Dieser Text ist nachlesbar in der aktuellen Weltwoche, erschienen letzten Gründonnerstag und geschrieben von Annabel Schunke, Titel des Textes Pakete und Pfandflaschen, warum Deutsche im Alter oftmals arbeiten müssen. Ja, das soll es gewesen sein auf YouTube an diesem Ostersonntag. Ich wünsche euch es wird ein kurzweiliger Salon werden und mit euren Liebsten, Nächsten, Freunden, Verwandten und Bekannten hoffentlich noch einen schönen Ostersonntag, Ostermontag. Haben wir frei, haben wir schon letzten Donnerstag gesagt. Dann Dienstag, Mittwoch gibt es einen Doppelteiler, einen Zweiteiler über unter anderem die Problematik in Zukunft der Energieversorgung. Und ja, auch nächsten Sonntag natürlich ein Salon, aber wir werden mit großer Sicherheit auch Donnerstag und Freitag auf Sendung gehen. Lasst uns nicht hängen, unterstützt uns, lasst ein Abo, Daumen hoch und in diesem Sinne schön, dass ihr bei uns seid und bleibt uns gewogen. Amandla Avetu und bleibt so gesund, gesellig und glücklich. Guckt auch mal in den Shop rein. Saludos a todos, bis bald.